Hohe Synode, verehrtes Präsidium, liebe Schwestern und Brüder, da es aufs Finale zugeht, hole ich ein wenig aus. Vor 4 Wochen erschien in der Samstagsausgabe der FAZ eine Buchbesprechung von Michael Knoche, dem langjährigen Leiter der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek. Knoche besprach das gerade auf den Markt geworfene Buch von Richard Ovenden, der mit der Oxford University eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt leitet. Bedrohte Bücher, eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens. Dieses Buch liefert einen historischen Rückblick und zugleich ein aufrüttelndes Manifest mit klaren Handlungsempfehlungen. Es spricht von verwundbaren Schutzorten des Wissens und der immensen Bedeutung von Bibliotheken für unsere Zivilisation. Kleiner geht's nicht. Auch und besonders im interkulturellen und interreligiösen Dialog. Es ist auch ein sehr politisches Buch. Dieses Buch habe ich jetzt und ich habe darin gelesen. Und Richard Ovenden blickt schon zu Beginn seines Buches auf eine Legende und ich mute sie Ihnen zu und gehe davon aus, dass Sie sie kennen. Und ich habe die Pointe gebraucht für diesen Abschlussbericht. Wenn wir über das Vermächtnis, so schreibt Ovenden, alter Bibliotheken im öffentlichen Bewusstsein nachdenken, so hat der Ruhm einer legendären Bibliothek den aller anderen überdauert, Alexandria. Obwohl sie wesentlich später existierte als die in Mesopotamien und obwohl von ihr keinerlei greifbare Zeugnisse erhalten geblieben sind, ist Alexandria in der westlichen Vorstellung die archetypische Bibliothek und vielen gilt sie nach wie vor als die größte und großartigste, die von den Hochkulturen der antiken Welt je zusammengetragen wurde. Doch wenn von Alexandria die Rede ist, geht es meist um die mahnende Legende ihrer Zerstörung. Als diese überragende Bibliothek, die ein wahres Meer von Wissen enthielt, in einer Feuersbrunst dem Erdboden gleichgemacht wurde. Neben all die Mythen, Triumph der Barbarei über das Wissen zum Beispiel, gesellt sich die Bilanz einer nüchternen Quellenanalyse, eines Faktenchecks und lässt Ovenden zu folgendem Satz gelangen. Und das ist es, was ich brauchte. Er schreibt, letztendlich war ein jahrhundertelanger Mangel an Aufsicht, Führung und Investitionen wohl die Ursache für die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria. Alexandria ist weniger ein Beispiel für die verheerenden Auswirkungen barbarischer Ignoranz, die über zivilisierte Menschheit siegt, als eine Mahnung vor den Gefahren einer schleichenden Vernachlässigung durch Unterfinanzierung, mangelnde Priorisierung und generelle Missachtung der Institutionen, die Wissen bewahren und zugänglich machen. So war es wohl. Alexandria lag, liegt und wird nicht in der EKM liegen. Der nun zu gebende Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Historische Handschriften und Buchbestände in kirchlicher Trägerschaft auf dem Gebiet der EKM setzt einen Punkt, doch geht er vielmehr über das hinaus, was die Frühjahrssynode 2019 vom Landeskirchenamt verlangte. Es sollten der Herbstsynode 2020 lediglich erste konzeptionelle Überlegungen zur Sicherung, Betreuung und Bereitstellung der Bestände der historischen Bibliotheken auf dem Gebiet der EKM vorgelegt werden. Mit dem erklärten Ziel, diese historisch einzigartigen Schätze langfristig zu sichern, zugänglich zu machen und womöglich Kooperationspartner einzubinden. Die Herbstsynode 20 nahm pandemiebedingt einen anderen Verlauf als geplant. Unser Bericht wurde auf die Frühjahrssynode 2021 verlegt. Zuvor hatten im März 2021 bereits die Superintendentinnen und Superintendenten auf ihrem Konvent einen Einblick in die Projektarbeit zum Umgang mit schriftlichem Kulturgut in Kirchenkreisen und Gemeinden erhalten. Im Frühjahr dieses Jahres und auch heute wurden und werden mehr als nur erste konzeptionelle Überlegungen zur Bewahrung von Buchbeständen in kirchlicher Trägerschaft vorgelegt. Mit diesen ersten konzeptionellen Überlegungen kommt man ja nicht weit. Daher ist dies streng inhaltlich gedacht eben kein Abschlussbericht, sondern eine Darlegung von Rahmenbedingungen und strukturellen Voraussetzungen, um jenes Ziel zu erreichen, wofür der Synodenbeschluss die Augen so schlicht und ergreifend geöffnet hat, diese einzigartigen Schätze langfristig zu sichern und zugänglich zu machen. Von Zahlen war zu diesem Zeitpunkt ja keine Rede. Wir müssen nach Sichtung vorhandener Quellen von mehr als 1.000 nennenswerten Beständen auf dem Gebiet der EKM ausgehen. In Klammern und zum Vergleich,
in einem ähnlich ausgerichteten Projekt der Nordkirche, das in den Jahren 2016 und 2017 mit Mitteln der Krupp-Stiftung und zusammen mit der Universitätsbibliothek Rostock abgeschlossen wurde, konnten ganze 76 Kirchenbibliotheken ermittelt werden. Ohne unseren Schwestern und Brüdern in Mecklenburg-Vorpommern zu nahe treten zu wollen, wir befinden uns ja hier nicht in einem Wettbewerb und da ist auch noch die Frage, ob es gut ist, Erster zu sein. Doch wir haben allein im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen schon mehr als 10 Standorte mehr. Also wir haben dort schon 86. Daher haben wir für unsere Konzeptentwicklung keine Modelle gefunden, die einfach übernommen werden konnten, sondern haben mit Kollegiumsbeschluss eine Arbeitsgruppe gebildet und haben gemeinsam mit Fachleuten, Expertinnen, Pragmatikern, Entscheidungsträgerinnen ins Offene hinein überlegt. Noch einmal der Reihe nach. Angenommen hatte den Synodenauftrag zwar das Landeskirchenamt, doch ihn recht bald und sehr zu Recht mit Kollegiumsbeschluss weiter delegiert, eben an jene Arbeitsgruppe mit dem sperrigen und langen Namen. Die Geschäfte dieser Arbeitsgruppe liegen im landeskirchlichen Archiv und deshalb stehe ich heute hier, aber nicht allein. Mit mir stehen hier all die Überlegungen, Erwägungen, Entscheidungen, kühnen und kritischen Gedanken derjenigen, die mitgeholfen haben, die schier zahllosen kirchlichen Handschriften und Buchbestände in ein Konzept zu bringen, das sie sichert und zugänglich machen soll. Ich nenne voran unsere vormalige Präsidentin Brigitte André, die Aufgabe der Synode angenommen und ernst genommen hat, die Leitung der Arbeitsgruppe übernahm und für das Projekt existenzielle Weichenstellungen ausgelöst hat. Ich nenne weiterhin Kirchenarchivrätin Dr. Margit Scholz, die im Norden unserer Landeskirche das Projekt koordiniert, die Bibliothekarinnen Gudrun Rahn in Magdeburg und Maike Bolduan in Eisenach, ehrenamtlich dort, die Pfarrerin Angelika Rudnick sowie Pfarrer Matthias Piontek, beide auch mit einer bibliothekarischen Fachausbildung ausgestattet. Wie schön, dass Sie alle da sind und mitwirken. Aber ich nenne auch unbedingt Anke Fiebiger, die Leiterin der Marienbibliothek in Halle, und Dr. Michael Lutscheid, den Leiter der Ministerialbibliothek Erfurt. Die beiden Letzteren sind aktuell in die Umsetzung von Anträgen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Programmmodul Erschließung und Digitalisierung eingebunden. Beide Bibliotheken werden in puncto Zugang und Sicherung einen enormen Qualitätssprung erfahren. Der Antrag für Halle ist übrigens gerade nach 14-monatiger Bearbeitungszeit bewilligt worden. In Klammern Halleluja. Ich gehe jetzt in den Berichtstext. Vor wenigen Wochen erschien die Broschüre, Sie kennen das möglicherweise, Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in deutschen kirchlichen Bibliotheken und Archiven. Sie wurde von der gemeinsamen Altbestandskommission der kirchlichen Bibliotheksverbände in der EKD in Kooperation mit den kirchlichen Archiven Deutschlands herausgegeben. Darin wird eine im Jahr 2017 gestartete Umfrage zur Situation des schriftlichen Kulturgutes in kirchlicher Obhut ausgewertet. Folgendes Fazit beendet den sehr umfänglichen Bericht. Die Ergebnisse der Umfrage lassen großen Handlungsbedarf erkennen und zeigen auch die wichtigsten Desiderate der einzelnen kirchlichen Einrichtungen. Im Vordergrund stehen eine zeitgemäße Erschließung und die Bestandserhaltung in all ihren Facetten. Wenn das unschätzbar wertvolle Kulturgut, das in kirchlichen Archiven und Bibliotheken lagert, dauerhaft für künftige Generationen aufbewahrt werden soll, muss jetzt gehandelt werden. Die daraus ableitbare dringende Aufgabe zur Bewahrung der einzigartigen Kulturgüter wurde ja für den kirchlichen Bibliotheksbereich auf dem Gebiet der EKM mit dem Beschluss der Frühjahrssynode 19 mit der Beauftragung einer Lösungsstrategie erkannt. Und da ich hier Senior Rhein schon gesehen habe, danke ich noch einmal für den Impuls, der vom Kirchenkreis Erfurt in die Synode gebracht wurde und das, was wir jetzt tun und die nächsten 10 Jahre tun wollen, ausgelöst hat. Die geforderte Situationsanalyse und darauf aufbauende Konzeptentwicklung zur Sicherung der historischen Handschriften und Buchbestände erhielt eben mit dem ersten Schritt zur Einberufung einer landeskirchlichen Arbeitsgruppe einen wichtigen Impuls und ganz zentralen Ort diesbezüglicher Überlegungen. Im Zusammenspiel mit dem landeskirchlichen Archiv, dem Sitz der Geschäftsführung dieser Arbeitsgruppe, wurden die wesentlichen strategischen Linien zum Umgang zur Sicherung und Bewahrung der historischen Handschriften und Buchbestände erarbeitet. Der Abschlussbericht, den Sie vorgefunden haben, ergänzt und aktualisiert die Ausführungen des Zwischenberichtes, der Ihnen auch vorgelegen hat, vor der Frühjahrssynode 2021, dort unter der Drucksache 14.2.
1. Er konzentriert sich dabei auf die Tätigkeit der landeskirchlichen Arbeitsgruppe historische Handschriften und Buchbestände in den zurückliegenden Monaten, also seit dem Frühjahr, sowie der sich parallel formierenden Koordinierungsstelle für die Bibliothekssicherung. Die landeskirchliche Arbeitsgruppe traf sich zwischen Februar 2020 und September 2021 zu 4 Sitzungen, 2 in Halle. Eine wurde als Online-Konferenz abgehalten und die letzte fand in Gotha im Augustinerkloster statt, unmittelbar vor dem Beginn einer wissenschaftlichen Kirchenbibliothekstagung, sowas gab es dann schon, bei der das landeskirchliche Archiv der EKM Kooperationspartner war. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe tauschten ihre unterschiedlichen und sehr vielfältigen Erfahrungen im Umgang mit historischen Bibliotheksbeständen aus, formulierten Aufgaben und Ziele, stellten Arbeitsmethoden, Organisationen und Vernetzungsmodelle vor, entwickelten Konzeptideen und einen Zeitrahmen für das landeskirchliche Vorhaben. Und hier verweise ich noch einmal auf den ausführlichen Zwischenbericht, auch mit seinem Anhang. Schließlich, und das ist jetzt für die Perspektive sehr wichtig, erklärte sich die überwiegende Mehrheit der Arbeitsgruppenmitglieder bereit, auch in einem künftigen wissenschaftlichen Fachbeirat mitzuwirken, der das Bibliotheksprojekt für die Dauer von 10 Jahren wissenschaftlich begleiten soll. Und zu den bisherigen Mitgliedern kommen nun auch erfahrene Fachwissenschaftlerinnen aus den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg dazu. Damit sind im Beirat Vertreterinnen aller 4 Bundesländer vereint, über die sich das Gebiet der EKM erstreckt. Und so können die für das Bibliotheksprojekt nötigen Förderprogramme der Länder für die zusätzliche finanzielle Absicherung des Vorhabens abgerufen werden. Zum wissenschaftlichen Beirat gehören ab 2022 die Personen, die Sie im Abschlussbericht finden. Ich nenne sie jetzt nicht der Reihe nach. Zu den Aufgaben dieses Beirates gehören unter anderem die Beratung der Koordinierungsstelle beim Landeskirchlichen Archiv, die Kooperation mit Forschungseinrichtungen sowie die wissenschaftliche Auswertung von Ergebnissen der Bestandserfassung. Die Wissenschaft wird allmählich aufmerksam auf die kleinen und auch die allerkleinsten Kirchenbibliotheken, weil die Bestände bislang überhaupt nicht bekannt waren. Und jeder Druck, jede Handschrift, die bekannt wird, macht uns hier im Kernland der Reformation attraktiver. Dass die DFG inzwischen überlegt, die Eigenmittel bei kirchlichen Bibliotheken zu streichen, darauf zu verzichten, ist möglicherweise schon ein Ergebnis. Als Arbeitsgrundlage gibt sich der Beirat dann auf seiner ersten Sitzung Ende März 2021 eine Geschäftsordnung. Ganz klar, die Beiratsmitglieder werden vom Kollegium des Landeskirchenamtes für die Dauer von 5 Jahren berufen und können danach erneut berufen werden. Und das Kollegium hat schon auf seiner Sitzung vom 26. Oktober die Einberufung eines wissenschaftlichen Beirats für die Dauer von 10 Jahren beschlossen und dem für die ersten 5 Jahre der Berufung der genannten aufgelisteten Personen für die ersten 5 Jahre zugestimmt. Die Koordinierungsstelle, das ist diese wichtige, ich will es nicht Krake nennen, aber diese wichtige Arbeitsstruktur, die über die der Bibliothekssicherung und Erfassung in der EKM wacht, die Arbeit steuert und lenkt, das ist die beim Landeskirchlichen Archiv angesiedelte Arbeitsstruktur, aus ihr erwachsene Arbeitsstruktur. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Beratung der kirchlichen Bibliotheksträger sowie die Steuerung einer sinnvollen Bearbeitung der in Umfang und Qualität sehr unterschiedlichen historischen Handschriften und Buchbestände. Und schließlich muss die logistische Abwicklung der einzelnen Projekte koordiniert werden. Die Zuständigkeit erstreckt sich von den Landeskirchenarchiven Magdeburg und Eisenach aus, analog den territorialen Zuteilungen in der Archivpflege. Ihr Archivpfleger, Ihre Archivpflegerin vor Ort weiß genau, an welches landeskirchliche Archiv es sich wenden muss. Und so haben wir jetzt auch das für die Bibliothekspflege übertragen. Also wir haben einen Nord- und einen Südbereich der EKM. Neben den beiden Leitungen für die jeweiligen Bereiche, also Frau Dr. Scholz und meine Wenigkeit, sind aktuell 4 Bibliothekare, Bibliothekarinnen in unterschiedlichen Anstellungs- und Beauftragungssituationen in bzw. von Magdeburg und Eisenach aus im Bibliotheksprojekt beteiligt. Sie sichten die Buchbestände, recherchieren in Quellen, stellen das Projekt in Kirchengemeinden vor, katalogisieren im Landeskirchenarchiv untergebrachte Bestände oder eben direkt vor Ort. Und ich drohe an, wir kommen auf Sie zu,
kommen Sie auch gern auf uns zu. Zu den in den zurückliegenden Monaten katalogisierten Buchbeständen gehören zum Beispiel die Domstiftsbibliothek Stendal, die Pfarrbibliothek Zitz, die Konsistorialbibliothek Ilfeld, die Dombibliothek Magdeburg, gerade abgeschlossen, die Stiftsbibliothek Römhild, Haus Neindorf mit Filialgemeinden, Kalbemilde ist noch in Bearbeitung, ebenso Aachen und auch Nordhausen. In Vorbereitung sind die Eforal- und Stadtkirchenbibliothek in Weimar, die Sakristeibibliothek von Meiningen, die Schleizer Bibliothek von St. Georgen. In den letzten Monaten allein wurden mehr als 10 historische Buchbestände aus kleineren Kirchengemeinden als Deposita im Eisenacher Landeskirchenarchiv eingelagert. Darunter sind zum Beispiel Gemeinden wie Unterpörlitz, Ingersleben, Königssee und Bieberschlag. Der demnächst fertiggestellte Bau des Kirchenkreisarchives in Eisleben wird in dieser Region notwendigen Raum zur Aufnahme und Bearbeitung wertvollen schriftlichen Kulturgutes schaffen. Zum Team der Koordinierungsstelle werden ab Januar die Bibliothekaren der Marienbibliothek und der Erfurter Ministerialbibliothek dazukommen. Also die Koordinierungsstelle wird nicht kleiner, sondern eher größer und bindet hier auch die Fachkompetenz der mit Altbestandkatalogisierung vertrauten Bibliothekaren, Bibliothekar ein. Außerdem werden wir mehr, für 1000 Bibliotheken werden wir nämlich mit 4 oder 6, auch nicht mit 10 Leuten auskommen. Wir werden also bibliothekarisch geschultes Projektpersonal einbinden müssen. Auch dafür benötigen wir Finanzmittel, die mit dem Bibliotheksfonds zur Verfügung gestellt werden, jedenfalls mit einem Teil. Ein kurzes Wort zur Katalogisierungsentscheidung, und da gibt es auch eine perspektivisch möglicherweise noch mal einen entscheidenden Wechsel. Und ich halte das nur für scheinbar öde. Katalogisierung, also diesen Ausflug in den Fachjargon, die Katalogisierung sorgt dafür, dass im Universum des schriftlichen Kulturgutes jedes Stück eindeutig benannt werden kann, aufgefunden werden kann. Da sind wir jetzt noch weit von entfernt. Alles braucht einen Namen, nicht immer klangvoll, darauf kommt es nicht an. Zumeist aber wird eine Kombination von Ziffern und Buchstaben vergeben, etwa wie XAE12 oder SWR3, das ist allerdings der Name von Elon Musk, aber so der Sohn von Elon Musk, so ungefähr ist das dann auch. Zur Katalogisierung der Buchbestände wurde von der Koordinierungsstelle zunächst das über die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena von der TULP angebotene Bibliothekssystem COA, das heißt in der Maori-Sprache Geschenk, gewählt. Die Kostenfreiheit, deshalb Geschenk, der umfassende Support durch die TULP waren zwei wichtige Gründe, sich für COHA zu entscheiden. Auch andere Landeskirchen sind zu COHA gewechselt, nämlich auch deshalb, weil die seit Jahrzehnten in Magdeburg und Eisenach benutzten Bibliothekssysteme Allegro C nicht mehr weiterentwickelt werden und wir schlicht etwas Neues suchen mussten. Da hatte sich unsere IT gerade so gut daran gewöhnt und nun ist es schon wieder fort. Die Datenmigration der Katalogisate der Bibliotheksbestände am Standort Eisenach ist mittlerweile abgeschlossen. Die Magdeburger Datenüberführung startet gerade. Für die Katalogisierung der Bestände aus Kirchenkreisen und Gemeinden wurde in der Koordinierungsstelle eine Signaturvergabe erarbeitet, die in einer eindeutig zuzuweisenden Kombination aus dem Gemeindeschlüssel und oder der vorhandenen Altsignatur, die ist manchmal vorhanden, beziehungsweise einer jeweils fortfolgenden Nummer, die wir dann vergeben, gebildet wird. Wichtig ist uns zu sagen, dass Gemeinden keine Sorgen haben müssen, dass ihre Bände, die sie der Öffentlichkeit nicht übers weltweite Netz zeigen möchten, weil sie vielleicht vor Ort nicht genutzt, eine Nutzung jederzeit möglich machen können oder die Sicherung ihnen zu fragil erscheint, kann trotzdem katalogisiert werden und es kann dieser Bestand dann verdeckt werden. Eine Auskunft zu den Beständen erfolgt dann ausschließlich über das Landeskirchliche Archiv. Also niemand muss befürchten, dass hier eine Darstellung für kriminelle Handlungen zum Beispiel über eine Katalogisierung dann möglich ist. Das auf gar keinen Fall ist. In Absprache und Zusammenarbeit mit dem Landeskirchlichen Archiv größtmögliche Sicherheit gewährleistet. Die Nachteile, das ist das Entscheidende, weshalb wir noch weiter überlegen,
bei COHA eben doch nicht zu verbleiben. Die Nachteile dieses kostenfreien Systems werden insbesondere bei der Einbindung in größere Förderprogramme deutlich, zum Beispiel eben DFG-Projekte. Dort wird die Sichtbarkeit von Beständen in überregionalen Verbundkatalogen ausdrücklich gefordert und sie sind gar Bedingung einer Aufnahme ins Programm. Auch die Übernahme von Datensätzen alter Drucke in die sogenannten VD-Spezialkataloge, das sind nationalbibliografische Datenbänke, ist bei COHA nicht geregelt. Daher ist mit Blick auf die Teilnahme an allen drittmittelgeförderten Erschließungsprojekten von historischen Handschriften und Buchbeständen eine Erfassung im K10+, dem sogenannten gemeinsamen Verbundkatalog, eindeutig vorzuziehen. Und die Gespräche über die Modalitäten und Bedingungen, auch der finanziellen, zur Aufnahme einzelner oder perspektivisch aller EKM-Bestände in den gemeinsamen Bibliotheksverbund in Göttingen haben schon begonnen. Der GBV ist sehr an unseren Beständen interessiert, an kleinen und großen. Die Diskussion wird zu den Tagesordnungspunkten der ersten Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates gehören. Noch eine schöne Erfolgsgeschichte. Es gab seit den 1960er Jahren unter Konrad von Rabenau eine Katalogisierungsaktion aller Kirchenbibliotheken auf dem Gebiet des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR. Und die sind auf Karteikarten katalogisiert worden. Diese Karteikarten existieren nicht mehr im Original, sondern nur noch auf Mikrofisch. Das sind 400.000 Stück. Sie erlauben aber in dieser Form keine zeitgemäße Recherche mehr. Wir können nicht systematisch auf ihnen suchen, schon gar nicht die Bestände in den einzelnen Kirchengemeinden darauf abrufen. Daher wurden von der Koordinierungsstelle ein Projektantrag auf Förderung der Digitalisierung und Indexierung dieser Mikrofisches im Rahmen des Programms Neustart Kultur, eine Corona-Fördermaßnahme für Bibliotheken und Archive, gestellt. Ein Bundesförderprogramm, und wir haben von dort 47.000 Euro Fördermittel erhalten und werden die 400.000 Karteikarten bis zum Jahresende digitalisiert und vor allem händisch indexiert haben müssen. Das macht ein Dienstleister. Ich überlege, was ich dem dann schenke, wenn die Sache überhaupt schadlos überlebt. Zum wirtschaftlichen Umgang mit dem Bibliotheksfonds haben wir in der Koordinierungsstelle überlegt, das werden wir im Amtsblatt und oder in EKM intern dann auch publizieren, dass Gemeinden und Kirchenkreise, alle Träger von kirchlichen Bibliotheken, wissen, wie sie mit der Koordinierungsstelle zusammen in Sicherungskonzepte kommen. Ich will absichtlich nicht sagen, Gelder abfordern können, denn das wird es nicht geben. Keiner kann einen Antrag auf Förderung stellen, sondern auf Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle. Und dann passiert nämlich Folgendes, worum geht's? Die bereitgestellten Gelder sollen unter anderem als kirchlicher Eigenanteil bei Fördermittelanträgen zur Katalogisierung, Digitalisierung und Bestandserhaltung eingesetzt werden. Über die Katalogisierung hinaus werden die Mitarbeiter der Koordinierungsstelle die kirchlichen Träger zu Fragen der Konservierung, der praktischen Verwaltung der Bestände und der Öffentlichkeitsarbeit beraten. Alle kirchlichen Eigentümer von alten Drucken werden aufgerufen, diese zu melden. Und folgende Kriterien sind entscheidend bei der Aufnahme in so ein Jahresprogramm: der Zugang zu Drittmitteln, der Umfang des Buchbestandes und das eigene Engagement des Bibliothekseigentümers. Wo eine Bearbeitung vor Ort nicht möglich ist, das wird in vielen Fällen so sein, dass auf einer Empore oder in einer Sakristei in den Wintermonaten nicht gearbeitet werden kann. Da werden die Bestände an den Arbeitsorten der Koordinierungsstelle, das ist Eisenach, Magdeburg oder auch Halle, gearbeitet werden und die Bücher werden dann dorthin transportiert. Nach der Katalogisierung werden die Bestände sachgerecht gelagert und im Regelfall der öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es gilt auch aber, was ich vorhin gesagt habe, die Übereinkunft mit der Gemeinde. Und wenn es nicht gewünscht ist, dass hier öffentliche Sichtbarkeit ist, dann wird der andere Weg gegangen. Die Katalogisierung erfolgt aber in jedem Fall. Um dennoch öffentlich sichtbar zu werden, weiter wahrgenommen zu werden, fordere ich Sie erstens auf, uns einzuladen und zweitens unsere Homepage zu besuchen, die dann über die Homepages der landeskirchlichen Archivstandorte Magdeburg und Eisenach sichtbar werden wird. Aber
Wir entwickeln auch eine eigene, also entwickeln darunter dann zu finden eine eigene Homepage, die ausgeht vom Nordkirchenbibliotheksprojekt, das für das zwischen 2016 und 2020 gelaufene Projekt zur Sicherung von Kirchenbibliotheken im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen angelegt worden ist. www.thüringer-kirchenbibliotheken.de, der Name lässt schon erahnen, dass wir hier mehr wollten als nur Bad Frankenhausen-Sondershausen. Ausblick. Die Gotha Kirchenbibliothekstagung am 13. und 14. September 2021 weitete die Betrachtung über Mitteldeutschland hinaus und eröffnete mit einem inhaltlich sehr vielseitigen Programm den Blick, wie im Titel angekündigt, auf Desiderate und Perspektiven der Erforschung von evangelischen Kirchenbibliotheken. Obwohl sie zahlenmäßig den größten Teil der historischen Bibliotheken in Deutschland ausmachen, sind sie kaum erforscht und noch weniger selbst Stätten der Forschung. Zurück zum eingangs zitierten Bericht. Darin wird erinnert, dass schon im Jahr 2007 die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland auf die Notwendigkeit bestandserhaltender Maßnahmen für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft hinwies, unter anderem mit folgender Aussage: Kulturelle Tätigkeit ist für die Kirchen keine Nebenaufgabe. Sie ist immanenter Teil ihres Dienstes für Gott und die Menschen. Ihre kulturelle Infrastruktur ist von beeindruckender Fülle. Mit dem Bibliotheksprojekt der EKM werden in den nächsten 10 Jahren Schritte zur Bewahrung des schriftlichen Kulturgutes unternommen. Wahrlich keine Nebenaufgabe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.